Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Randall's Monday. Wir sind immer noch im Gespräch mit unserem netten Obdachlosen, der Mann des Vertrauens. Obwohl ich das schon beim Händler gesagt hatte. Naja, wir lernen ja nur so zwielichtige Gestalten kennen. Das heißt, Randall ist einer von ihnen. Und ich habe fast schon die Vermutung, dass der Typ entweder Matt aus der Zukunft ist oder Randall aus der Zukunft oder irgendwie so. Ja? Vielleicht ist das irgend so ein Zukunftstyp. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir fragen einfach mal weiter. Weißt du was über Krater, die so heftig sind, dass sie das Raumzeitkontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Mein Gott, da wollen wir uns natürlich nicht mit ihm anlegen. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Hab ich die richtigen Fragen? Bin ich in der Zeit gefangen? Bin ich tot? Mal was anderes. Ich glaube, ich gehe mal besser, bevor du noch anfängst, über Asimovs Gesetze der Robotik zu reden. Wir sehen uns. Bin ich in der Zeit gefangen? Fragen wir mal. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Mein Gott. Okay. Wo bin ich? In der Gasse? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Mein Gott. Plötzlich macht alles Sinn. Hab ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever. Super. Mission fehlgeschlagen, Alter. Bin ich tot? Bin ich tot? Nein. Das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschen. Was für Leute? Schon gut. Ja, für uns wieder, ne? Für die Leute, das sind wir. Mal was anderes. Mir fällt gerade ein, was ich noch alles... Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Okay. Ein stinknormaler Penner. Stinkig mit einer braunen Papiertüte. Ich glaube sogar, also das spielt ja hier in Amerika, ich glaube sogar, dass das vielleicht New York City sein soll. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barkley. Barkley, komm mit uns. Den lasse ich lieber in Ruhe. Er ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzly. Der hat vor allem so ein rausgedrücktes Glubschauge. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Der hört dir ja auch nicht, das ist ja nicht dein Hund. Aber der Fremde mit der Zeitung ist hier nicht. Oh mein Gott, schon ist was anders. Ich habe Angst. Nein, wir gehen zur U-Bahn und kommen... Ah, da steht jetzt... Oh Gott, der steht hier. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Mein Gott. Ich versuche ja immer dem Gespräch mit Fred... Ja, aber das ist doch ein Widerspruch im Raum-Zeit-Kontinuum. Wo ist Dr. Emmett Brown, um uns das zu erklären? Wo ist denn der Vertreter? Der ist nicht hier. Oh mein Gott, alles ist aus. Der Fluxkompensator. Aha, aber Betsy ist noch da, Gott sei Dank. Was liegt denn da? Und hier ist die Frau, die Fremde. Clayton's Cave. Wir fahren erstmal zum Eds Wohnung, wie wir sollten. Du kannst die neuesten Gerüchte in der Taverne oder dem Waffenladen erfahren. Okay. Das sind, glaube ich, immer Sprüche aus anderen Spielen. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, Taverne oder Waffenladen, das könnte irgendein RPG-Spiel sein. So ein MMO oder sowas. Oder nee, Quatsch, nicht MMO, so ein... Ihr wisst, was ich meine. Sowas wie Elder Scrolls hier, die Reihe. Wer ist denn das hier? Gucken wir uns den mal an. Der ist voll ins Gespräch vertieft. Mein Gott. Den lasse ich lieber in Ruhe. Dann gehen wir gleich hoch zu Mats Bude. Und hier rein.
Und dann gehen wir mal zu Sally. Aber das macht er schon von ganz alleine. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse. Halt deine Scheißfresse. Hey, was habe ich denn gemacht? Oh, richtig. Du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt. Hau ab! Was ist denn in dich gefahren? Normalerweise fängst du... Pardon. Fängst du nicht an zu schreien, bis ich was kaputt gemacht habe? Weißt du, das würde ich gerne, aber Dick Tracy lässt mich nicht. Beruhige dich, Sally. Wir stehen das durch. Beruhige dich, Sally. Wir stehen das durch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, das ist unser Liebling. Was hat er gesagt, was er will? Übrigens ist gestern irgendwas passiert. Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Was hat Matt dieses Mal angestellt? Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal, deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Was hat Matt diesmal angestellt? Wir fragen mal. Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an, du wirst beeindruckt sein. Okay, heute hat sie... Sieht nicht so lustig aus, du Mörder. Ich? Was? Halt's Maul! Okay, jetzt muss ich kurz intervenieren. Am ersten Tag hatte sie Leugnen, die zweite Phase der Trauer ist Wut, dann kommt... Oh, jetzt fällt mir nur, ich hatte das auch, ich hatte Psychologieunterricht auf dem Gymnasium. Moment. Jetzt fällt mir nur von den Simpsons ein. Das dritte ist Feilschen. Das vierte ist... Angst ist das vierte. Und dann fügt man sich. Ich glaube, so rum ist das irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Aber die durchlebt jetzt hier alle Phasen der Trauer. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage vor uns, fürchte ich. Aber ich wollte jetzt nicht spoilern. Das habe ich mir jetzt nur selber zusammengereimt. Vielleicht stimmt's ja gar nicht. Hat er gesagt, was er will? Nein, aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich, das glaube ich auch. Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich an. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was hat er denn gemacht? Was habe ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du... Oh mein Gott! Welchen Brief? Mads Abschiedsbrief. Was? Oh, der Brief. Da fällt mir jetzt gerade ein, übrigens, für alle, die sich fragen, Simpsons, hä? Das ist in der Folge, wo Homer den Kugelfisch gegessen hat und das ist wirklich lustig, weil Homer durchlebt alle 5 Phasen innerhalb von 30 Sekunden oder so bei Dr. Hibbert in der Arztpraxis. Das ist wirklich lustig für alle, die das interessiert, schaut euch das mal an, das ist eine lustige Folge. So, übrigens, ist gestern irgendwas passiert? Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Übrigens, ist gestern irgendwas passiert? Meine Erinnerung ist etwas vernebelt. Du willst wissen, was passiert ist? Tja, ihr seid passiert. Ihr habt's mal wieder verbockt. Wieso? Alles, was ich wollte, war meine Verlobung feiern. War das denn zu viel verlangt? Aber wir haben doch eure Verlobung gefeiert. Oder nicht? Das ist also deine Vorstellung von feiern? Mein Verlobter hat sich buchstäblich über unsere ganze Küche verteilt. Was? Oh ja, was für eine Feier! Über die ganze Küche verteilt? Ganz genau! Was zur Hölle hast du ihm gestern gesagt? Ich? Gar nichts. Du hast was gemacht. Ich weiß es was? Einfach. Hey, er war mein bester Freund. Ich würde nie etwas tun, das ihm schadet. Permanent schadet. Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal, deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche? Ja, genau das ist es. Okay, dann gehen wir mal in die Küche. Ich mach mal Doppelklick, damit es schneller geht. Ach du Scheiße, Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? What the fuck? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie... Gebäck. Ja. Mr. Randall Hicks? Jo. Ach du Scheiße. Ich habe es lieber, wenn sie mich Susan nennen. Der bin ich. Der bin ich. Gut. Ich will nur sicher gehen, dass ich den Richtigen erwische. Sicher? Moment, was? Hast schon richtig verstanden. Ich durchschaue dich. Da steht aber sie... Hey, finden Sie es nicht etwas unhöflich, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen? Oh, sieh an. Wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig?
Na sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Dieses Charisma, diese Grazie, diese Eleganz, wer sonst sollte es sein? Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Sagen wir einfach mal, ich hatte das Gefühl, dass ich in genau dieser Situation schon einmal war. Wir nehmen mal das mit der Kleidung. Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Und was zur Hölle hat der Osterhase mit Weihnachten zu tun? Tatsächlich verkleidet er sich als der fröhliche Mordhase. Aber wir sagen den Leuten immer, es sei der Osterhase, um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist wirklich der... Wir quatschen ihn in die geistige Verwirrung. Tut uns leid, dass wir Weihnachten auf unsere Art feiern. Mein Gott. Genug. Meine Geduld ist am Ende. Sag mir besser alles, was du hierüber weißt, sonst breche ich dir deine Nase und behaupte, du hast versucht, mich anzugreifen. Alles klar? Ja, ich bin einer von diesen Cops. Ich glaube, ich hatte gerade ein Flashback. Oh ja. Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Wir sind zusammen aufgewachsen. Oh, und ich sollte sein Trauzeuge sein. Ich kannte ihn kaum. Wir sind beinahe eineiige Zwillinge. Ah, Mann, die sind ja beide echt gute Freunde. Mach mal. Wir sind zusammen aufgewachsen. Aber ich schwöre, ich habe seinen Robotaschenrechner nicht geklaut. Ich habe keine Ahnung, wie der in meine Spielzeugkiste geraten ist. Ehrenwort. Du zögerst mir etwas zu viel, Junge. Man klaut seinen Freunden nichts. Das ist einfach nicht richtig. Ich habe nichts gestohlen. Ach. Du verrätst dich selbst, du Trottel. Ich weiß nicht nur, dass du was zu verbergen hast, sondern jetzt weiß ich auch, dass es was mit Diebstahl zu tun hat. Und deinem dummen Gesicht nachzuurteilen, machst du das ziemlich oft. Fast schon aus einem Impuls heraus, was? Nein, das ist nicht wahr. Ich habe nichts davon gesagt. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren sehr gute Freunde. Und das war's. Ah, Kindheitsfreunde, ja? Interessant. Ja, und das war's. Und das ist alles? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht, war ein irrer Tag, aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine... Schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frage ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Ich erinnere mich daran, genau hier mit Ihnen gesprochen zu haben. Bin ich hier bei versteckte Kamera? Bin ich hier bei versteckte Kamera? Jawohl. Sieht so aus. Ich weiß nicht, aber das wäre eine echte Erleichterung. Stimmt auch wieder. Ja, tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das hier ist kein verdammter Scherz. Ich weiß, dass da mehr dahinter steckt. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Oh mein Gott. Nein, das ist einfach nur mein Scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Ach komm, Sie lassen Sie mich schon den blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nein, das machen wir nicht, weil wir machen uns ja verdächtig, wenn wir sagen, von irgendeinem Brief. Das hat er nämlich noch nicht erwähnt. Oh mein Gott. Autogrammkarte. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Ja. Ich würde ein unterschriebenes Geständnis vorziehen. Ich weiß, dass du was verheimlichst und ich werde nicht aufgeben, bis ich herausgefunden habe, was das ist, Miss Hicks. Okay.
Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Du standest dem Opfer nahe und dein Name tauchte im Abschiedsbrief auf. Meinst du nicht, das macht dich verdächtig, Olivia? Oh, großer Gott. Suchen Sie sich einfach einen Frauennamen aus und bleiben Sie dabei, okay? Sie verwirren mich. Das ist mein Job. Erwarten Sie, dass ich sage, ich habe ihn getötet? Wird nicht passieren. Natürlich nicht, das weiß ich doch. Aber ich will wissen, wie tief genau du drin steckst. Und ich press das aus dir raus. Alles. Und ich glaube, ich werde es genießen. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Okay, aber ich habe schon die Streichholzschachtel bemerkt, die hier liegt. Die gucken wir uns mal an. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Die... Mal sehen, ob wir die nehmen können. Hey, was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an. Na schön, ein andermal. Okay, dann schauen wir uns erstmal noch weiter um. Oh, nee. Gemixter Matt, echt? Ach, scheiße. Wie konntest du sowas nur machen, Matt? Mixer. Hey, das ist ja ein Tatort. Nicht ins Blut treten, kapisch? Okay. Hey, hier können wir nichts machen. Magnete können wir auch nicht nehmen. Was glaubst du? Na schön. Okay, dann schauen wir uns mal den Brief an. Oh, Captain, mein Captain. Oh. Die schwere Fahrt ist Dead aus. Dead Boat Society. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Anscheinend ist auch unser guter Freund Matt ein kleines bisschen verwirrt. Oh mein Gott, alle sind verwirrt. Wow, ich weiß nicht, was ich sage. Ja, das wissen wir alle nicht. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Mein Gott. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht. Das Messer in der Hand. Oh Gott. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Na, hot. Okay, und ich muss hier leider den Part schon wieder beenden. Der letzte war ziemlich lang, deswegen machen wir den jetzt unter 20 Minuten. Das heißt, 18:45 oder wie auch immer. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.